Endlich wird hier abgeliefert, denn das GameTube-Motto Lesen, Reiten, Fahrradfahren wird endlich in die Tat umgesetzt, denn heute mit einer ganz besonderen Ausgabe der Fightzeit-Revue mit Daniel Veit. Daniel, was gibt's heute? Grüß Gott, wir haben es euch ja versprochen, jetzt ist es endlich soweit. Wir lesen gemeinsam die Wendy. Ist nicht mehr die aktuellste Ausgabe, wie ihr so lange nicht da wart, aber ich behaupte mal, dass sich im. Die Zuschauer oder was? Ihr wart ja nicht da. Auf euch Ja, gewartet ich hier. hab die Wendy Saßen hier schon, seit ich hab die Wochen. Wendy schon, ich habe mich ein bisschen vorbereitet schon und mir das Woche für Woche ausdenken. Vor allem, Wir was können auch ja noch viel mal. härter ist, das Konkurrenzmagazin Wendy mit IE, das ist das wöchentlich erscheinende Rangiermagazin. Und das. Ja, oder Da ist ein guter Rat auch teuer. das Drohmagazin, wenn die uns noch einmal naja, die Arbeitsplätze wegnehmen. Wenn die mit einem tollen Extra, nämlich einem Satin-Täschchen, und das gibt Oh. Themen, ein Fohlen auf Weltreise, die schönsten Pferdenamen, so Uwe, Lustige lustige Pferdegeschichten, Pferdegeschichten. Ferien auf Gut Kirchhorst, Schwarze Perle, Oh. Trinker der Lüfte, da kommen wir gleich noch dazu. Fünf Fünf Poster für Poster. dich, da gebe ich euch vielleicht zwei ab, wenn ihr nett seid. Und Juhu, hier unten, ich das will das mit dem heißt Schwarzen. Prinz Knabstrupper aus Dänemark. Zeig mal Oh, das der hier, Satin. das ist hier das Covermodel. Das ist ein dänischer Prinz. Das sieht aber echt hübsch aus. Ein Dalmatiner. Ich habe mich ein bisschen Diese schlau gemacht. Adligen. Und hier ist das Satin-Täschchen, die Beauty Bag. Ich packe die auch mal aus. Oh, habe ich schon kaputt Wie gemacht. viel Beauty geht da rein? Übrigens hatten sie Wie viel letztens das Beauty gleiche hältst du aus? Cover. Ja. Das gleiche Cover hatten sie letztens bei Frau im Spiegel, wo es um Camilla ging. Nicht Sarah Jessica Parker. Genau. Boah, Oh. das ist, also es ist. Boah, ist das mies. Also es ist ein Satin. Es ist ein Satin-Täschchen. Ich glaube, es ist nicht mal Satin. wirklich Satin. Und es ist, was Satin. drin ist, nämlich einmal hier nichts, Nichts. nichts. Hier ist Wie meiner zu. Und dann gibt es Geldbörse. zwei Dinge, die man hier noch einklippen kann. Nämlich einmal, das ist entweder eine Granate oder ein Kugelschreiber oder ein Lippenstift aus Metall. Ich glaube, es ist, weiß nicht, so Hä, ein. was ist das, aber nur ein Stück Papier oder was? Ja. Das ist ein Platzhalter. Ach so. Artilleriegeschoss in klein Ach, genau wie in meinem Geldbeutel, wo auch so und auch noch ein Stück Pappe und da Platzhaltergeld ist aufgedruckt ein Küsschen, ein paar Herzen und ein Pferd aus Aus Kristall. was denn? So Sind das Brillanten. Kristalle? Ja, Bauschaum. das ist aber nur aus Pappe. Also wäre das, ihr könnt dieses Satan-Täschchen hier gewinnen. Ich meine Satäschchen. euch beide. Wer heute die lustigsten Kommentare macht, dem schenke ich das. Lieber die Inhaltsverzeichnis. Fresse halten. Die schönsten Pferdenamen auf Seite 4. Fohlen mit Charakter. Habe ich ein bisschen Ja. mehr erwartet von der Beschreibung. Ja. Der die Luft trinkt. Ein Pferd wie jedes andere? Auf den ersten Blick vielleicht schon. Doch sobald sich der Araber auf leichten Hufen und mit schwingendem Hinterteil in Bewegung setzt, wird er unverwechselbar. Das klingt wie die Beschreibung vom Kölner Hauptbahnhof für so ein Silvester. Hallo. Typisch für ihn sind noch der hochangesetzte Schweif und der schmale Kopf mit dem Hechtprofil. Er trägt den Kopf so hoch, dass man meinen könnte, er wäre eingebildet. Häufig werden sie nach denen benannt. Also hier ist mal ein Islandpferd. Das ist gar nicht so gelb. Guckt aber lieb. Das ist aber eine sehr trendige Frisur. Das ist eine Ist ein Sommerfrisur. YouTuber. Das Boah, wann gibt es den ist ersten einer von den YouTube-Kanal, der von den Pferden Jockeys. moderiert wird? Wo ist denn die Mega krasse, Pferdenmaske? mega krass gewirrt und so. Pferdeäpfel in der Fußgängerzone, WTF. Fenja bedeutet riesiges Mädchen und passt daher gut zu einer charakterstarken Stute. Hat vielleicht eher der Redakteur geschrieben. Ja. Bitte umblättern. Okay, das ist mir extra dazu gesagt. Na gut. Echt? Dann sitzt man da ganz so. Dann Was geht's nun? mir weiter. Die Sitte, einen Namen der Farbe des Pferdes anzupassen, ist auch außerhalb Islands verbreitet. Hier sind unsere Top 3 Namen, die wir am schönsten finden. Ratespiel, was sind wohl die Top 3 Namen Oh, warte. für Pferde? Warte. Auf Platz 1 ist Ferdinand, auf jeden Fall. Auf Falsch. Platz 2 ist Salami. Auf Falsch. Platz 3 ist, Ja, alles falsch. Es hat so einen eingetragenen Namen und wenn du den ändern lassen willst, kostet es halt gleich 500 Euro. Das Ja, aber wer heißt, ein das sollte man Sportpferd sich hat, das. zweimal überlegen. Wer ein Sportpferd hat, der kann sich das doch leisten. Das zahlt der Papi Wahrscheinlich doch. schon. Jetzt, wenn die sich die Sportpferd. Wendy kauft und dann erkennt, dass das Pferd lieber Amber heißen sollte.
Oder und was sie eben auch sagen ist, dass die Pferde sich natürlich an den Namen gewöhnt haben. Das dauert einige Monate, bis die sich umgewöhnen. Ach, das ist wie bei Putzfrauen, bis die mal den neuen Namen akzeptiert haben. Das ist richtig. Da könnte ich dir Geschichten erzählen. So, Soljanka, ich heiße Gabi. Wieso denn so rum? Ja, was? Sie ist eine teure deutsche Putzfrau, wahrscheinlich noch mit Sozialversicherung gönnen und dann aber so einen Schwarzmarktnamen geben. Hallo. Was sind denn das für Urteile, die ihr denn? Naja. Weiß ich nicht. Ja, okay. Also die Sprechblase, er sagt mit diesem belehrenden Blick, wenn ich deine Meinung hören will, frage ich dich, Wendy. Im Moment bin ich der Teamchef. Ist Wendy sagt, auch die Protagonistin von dem Comic? Ich glaube schon. Ist ja irre. Und sie sagt, ah nee, die denkt das nur, das sind so Denkblasen. Hat sich. Ist er wirklich? Sensationell. Hat sich inzwischen herumgesprochen. Und was vorher geschehen ist, ist so, jetzt wisst ihr, was ich mit Stand. Ah, genau. Christian heißt der Typ, der dreht eine Runde und dann springt er nämlich über so ein Hindernis mit dem Pferd und das Pferd heißt Sultan. Und er sagt, wenn ihr so das jetzt nicht verstanden habt, warum das so witzig war, weil das Helge Schneider genauso mal gesagt hat. Richtig. Nein, das denkt sie nur. Das denkt, ach, die denkt halt nur. Wahre Geschichte. Süße Träume oder Partycrasher? Das ist doch eine wahre Geschichte, was? Zwei sogar. Das war doch keine wahre, das war doch gar nicht mal eine Geschichte. Was war das dann? Das, wieso? Das war scheiße. Eine Geschichte über ein Pferd mit einer Rose im, wie sagt man, am Maul beim Pferd, ja. Das ist doch kein, das ist doch Schwachsinn. Ach. Also süße Träume oder Partycrasher? Wieder noch, ich bin enttäuscht. Tja. Man kann auch selber, seine Geschichten einschicken. Das wäre echt mal interessant zu hören. Wir schreiben mal so eine schwülstige Geschichte, wo nicht ganz klar ist, ob es um ein Pferd geht oder um einen anderen Hengst und schaut, ob die abgedruckt wird. Das wäre eigentlich eine Herausforderung. Kennen wir irgendjemanden, der so Stories, also der da erfahren ist, sowas zu schreiben oder so? Nee, ja, ich glaube, wir haben da einige in der Zuschauerschaft, die sowas schreiben können. Wir formulieren einfach mal eine Fanfiction um und tauschen jedes. Ja? Bauen da so Pferdenamen ein wie Amber. Ebony. Randalu. Dann schicken wir das da ein. Ja, die sind aber meistens ein bisschen länger hier. Ach ja, der Partycrasher, den machen wir noch. Crasher. Achtung. Oh, was macht der denn? Das ist doch Nanu, gefährlich. Was sind denn das für merkwürdige Dinge? Neugierig beschnüffelt Norweger Norbert. Wer nennt sein Pferd denn Norbert? Die vielen bunten Luftballons, die zu Ehren seines Geburtstags am Zaun der Koppel aufgehängt wurden. Was worden? Worden sind oder wurden, aber nicht worden. Von all seinen Geschenken haben die nämlich ganz besonders seine Aufmerksamkeit erregt. Die Zuschauer müssen entscheiden, ob mich oder ich das Satang-Täffchen kriegen. Ach so. Oh, stimmt. Ja. Daumen rauf für Michi kriegt das Satang-Täffchen und Kommentar schreiben für Martin kriegt das Satang-Täffchen. Nein, das müssen wir selber machen. Wir müssen zwei Kommentare schreiben, dann können die Leute das liken. Ach so, ja, okay. Das vergesse Denken ich doch wir garantiert. Und dann... Dann packe ich das jetzt aber wieder alles ein. Ne? Falls wir es vergessen, macht das einer von euch und dann... Denn es ist uns wirklich wichtig. Wir können das es ja geht dann... Es geht um den Willen. Wir können das ja dann beim nächsten Springreitturnier dann feierlich überreichen, das Satan-Täschchen. Und der Gewinner kriegt dann außerdem noch so eine... Wie nennt man das? Stute. Nee, was man... Ja, genau. In diesem Sinne... Wie verabschiedet man sich unter was? Reitern? Gut Pferd. Nee, ich weiß es nicht. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Petri Pferd. Weiß genau. Ich nicht. Pferd heil. Tschüss. Tschüss. Pferd heil.